Prophylaxe und Zahnkontrolle. Das ist unser heutiges Experteninterview. Und ich möchte gerne heute mit Dr. Zoltán Ovári sprechen über Kontrolluntersuchungen, Prophylaxe. Und unser Aufhänger ist natürlich auch, dass am 25. September ist der Tag der Zahngesundheit. Und jedes Jahr zu diesem Thema werden sehr, sehr viele Seminare und Informationen über Prophylaxe gegeben. Und heute spreche ich mit Dr. Ovári, der Chefarzt von Cosmodent-Klinik. Mein Name ist Esther Jupp. Ich bin Gesundheitsexpertin über 20 Jahre. Ja, und Zoltán, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hallo. Hallo. Guten Tag. Erste Frage, was ist eine zahnmedizinische Prophylaxe genau? Also eine zahnmedizinische Prophylaxe ist genauso wie alle anderen Prophylaxe-Untersuchungen eine Vorbeugeuntersuchung und Vorbeugebehandlung, damit man möglichst Krankheiten und Schaden vermeiden kann, hier speziell am Zahn- und Mundsystem. Es ist sehr spezifisch und altersgerecht gibt es dann spezielle Schwerpunkte, genauso wie in der Allgemeinmedizin. Bei den Kindern wird natürlich was anderes untersucht als bei Erwachsenen. Genauso ist es auch in der Zahnmedizin. Aber hauptsächlich zahnmedizinische Prophylaxe soll Erkrankungen vorbeugen. Also ist der Zahnreinigung und Prophylaxe, was ist da der Unterschied eigentlich? Oder ist es gleich zu verstehen? Zahnreinigung ist ein Teil der Prophylaxe-Behandlung, ist eigentlich ein Hauptteil der Prophylaxe, der zahnärztlichen Prophylaxe, denn gerade im Mundraum sind unsere Hauptgegner die Bakterien und bei der Zahnreinigung kämpfen wir gegen diese Bakterien, die sich in verschiedenen Ablagerungen oder in Zahnfleischtaschen sich befinden. Also und aus dem Grund diese professionelle Zahnreinigung, also verkürzt PZR, wie sinnvoll ist das? Also wir finden die professionelle Zahnreinigung als sehr sinnvoll, weil es gibt immer wieder Nischen im Mundraum, auch bei sehr gründlich pflegenden Patienten, die bei der häuslichen Reinigung nicht erreicht werden können oder nicht so gut erreicht werden können. Je nach Risikogruppe mehr oder weniger solche Nischen und die können nur durch professionelle Hilfe gereinigt werden. Und es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass gerade sehr viele Bakterienarten, die durch den Mundraum in den Körper des Patienten gelangen, örtlich und nicht nur örtlich, sondern im gesamten Körper Schäden verursachen können. Also wir finden die professionelle Zahnreinigung, PZR, sowohl für die Mundgesundheit als auch für die allgemeine Gesundheit sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, ich habe letzte Woche meine jährliche PCR gemacht und da am Anfang wird immer so mit Rot gekennzeichnet, dass ich, also wo die Ablagerungen gibt und immer wieder bin ich erstaunt, ja, wie viel doch da noch zu sehen ist, wie viele Ablagerungen, obwohl ich denke oder ich hoffe, dass ich da gut putze, aber das immer wieder belehrt mich am Besseren, dass es da noch einiges liegen bleibt. Genau. Und was genau machen Sie bei der Zahnkontrolle? Also was ist der Ablauf? Wird immer eine professionelle Zahnreinigung gemacht oder... Nein, also das sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal die zahnärztliche Kontrolluntersuchung und dann anschließend sofort eventuell danach oder ganz unabhängig davon in regelmäßigen Abständen die professionelle Zahnreinigung. Bei der zahnärztlichen Kontrolle geht es hauptsächlich um eine Krankheitskontrolle. Wir fangen mit der Mundschleimhaut an. Es ist eine sehr, sehr, sehr einfache, aber extrem wichtige Sichtkontrolle, dass da keine Entzündungen oder andere Veränderungen an der Schleimhaut sind. Und dann geht es natürlich Richtung Kaumuskulatur zum Beispiel. Kiefergelenk, Kaumuskulatur ist auch eine einfache Vorsorgeuntersuchung. Dann
diese Screening-Untersuchungen, wie das auch in der Allgemeinmedizin bekannt ist, zum Beispiel für Parodontose oder Parodontitis oder dann eben Karies-Untersuchung. Das sind so die Hauptbestandteile der zahnärztlichen Untersuchung. Und die Prophylaxe-Behandlung oder die professionelle Zahnreinigung, da geht es dann darum, die Ablagerungen oder diesen Biofilm zu entfernen, der sehr viele Bakterien enthält und örtlich und allgemeinmedizinisch Schäden verursachen kann. Und es geht dort natürlich auch darum, die Putzgewohnheiten, teilweise auch die Essgewohnheiten von den Patienten durchzusprechen und dort aktiv Hilfe zu leisten, zum Beispiel auch bei den Putzgewohnheiten oder Putzmaßnahmen, wie man am besten diese schwerstofflichen Nischen putzen kann. Deswegen machen wir auch diese Plaque-Färbung, teilweise für uns, um zu sehen, wo es diese Ablagerung gibt, teilweise auch als Motivation für die Patienten, dass zwischen den Untersuchungen eine Verbesserung gibt und teilweise auch zum Aufzeigen von diesen schwierigen Nischen und zum Zeigen, wie man dort am besten putzen kann. Ja, also für mich ist es jedenfalls jedes Mal eine Motivation, wahrscheinlich ein paar Wochen hinterher bin ich dann wesentlich mehr dabei. Ja, und macht immer Prophylaxe, also die Untersuchung macht immer der Arzt und die Zahnreinigung macht Dentalhygienikerin, richtig? Genau, die Zahnreinigung wird von ausgebildeten Dentalhygienikerinnen oder Zahnarzthelferinnen, die dafür geschult sind, gemacht. Und sie sind auch geschult, um spezielle Screening-Untersuchungen, also auch für Parodontose teilweise dieses Screening durchzuführen. Aber die ärztliche Untersuchung macht immer ein Arzt, ja. Okay, und die werden alles immer dokumentiert und wenn man später nachfragen möchte, dann werden, man kann der Arzt ein Jahr später sagen, was letztes Jahr der Zustand war. Vergleichen Sie da den Entwicklungen? Ja. Also wir halten immer standardmäßig alles fest, also auch wenn kein Befund war, also ohne Befund oder auch die speziellen Befunde. Und wir haben das auch zeitlich dokumentiert. Wir können das auch zeitlich im Nachhinein nachweisen, wie oft die Patienten bei uns zum Beispiel bei einer Kontrolluntersuchung waren. Das ist ja teilweise auch für die Krankenkassen jetzt eine Anforderung. Aber ja, das war immer so. Also das ist ja ärztliche Dokumentation und wir halten das alles fest. Und auch bei den Dentalhygienikerinnen haben wir bestimmte Sachen festgehalten, zum Beispiel Plaque-Index oder Blutung. Also das können wir dann vergleichen und eine Verbesserung dann aufzeigen oder auch eine Verschlechterung im schlimmen Fall. Ja, hoffentlich nicht, aber ja, es leider kommt auch vor. Und wie oft sollte man Prophylaxe und Zahnkontrolle machen? Also wie oft soll das stattfinden? Also die ärztliche Kontrolle soll laut allgemeinen Empfehlungen mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Das ist auch unsere Empfehlung intern, also für Patienten, einmal jährlich eine zahnärztliche Kontrolle und die professionelle Zahnreinigung je nach Risikogruppen unterschiedlich. Also wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehört, dann empfehlen wir alle 6 Monate. Das ist auch die internationale anerkannte Empfehlung. Und bei verschiedenen Risiken, wie zum Beispiel Diabetes oder Implantatpatienten, die anfälliger sind für bestimmte Entzündungen und wo es sehr wichtig ist, dass man diese Entzündungen möglichst im Anfangsstadium schon diagnostiziert, da empfehlen wir die professionelle Zahnreinigung alle 4 Monate. Und bei Parodontitis-Patienten empfehlen wir die Zahnreinigung alle 3 Monate. Denn dort geht es auch darum, diesen Bakterienpegel möglichst niedrig zu halten. Und da ist es eine sehr große Hilfe, was man durch die professionelle Zahnreinigung bekommt. Und natürlich auch, wie gerade gesagt haben, ist eine gute Kontrolle. Es ist natürlich auch eine gute Kontrolle und diese Intervalle können dann natürlich individuell angepasst werden. Also wenn Patienten, die zu uns kommen, alle 6 Monate Entzündungserscheinungen zeigen, dann empfehlen wir natürlich eine engmaschigere Zahnreinigung. Und wenn es wieder sehr gut funktioniert, wenn nach diesen kürzeren Kontrollen gar nichts zu sehen ist, dann wieder eine etwas lockerere Kontrolle.
Sehr gut, also kann man jede personalisiert diese Kontrolle bekommen. Und ja, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das ist und wie oft man das machen soll. Da kommt natürlich die berechtigte Frage, ja, übernimmt das die Krankenkasse oder wie sind die Kosten dafür? Wer trägt das? Also die Krankenkasse übernimmt eine ärztliche Kontrolle, glaube ich, einmal im Jahr. Ist das richtig? Mhm. Ja. Und dann Parodontal-Screening alle 2 Jahre, diesen PSI, was wir allerdings öfters empfehlen, gerade bei Parodontitis-Patienten. Und Zahnsteinentfernung übernimmt die Krankenkasse auch einmal im Jahr, wenn ich richtig informiere. Ja. Also der ich kann das genau, also wir haben ein bisschen recherchiert und natürlich unser Team weiß da genau Bescheid. Also einmal pro Halbjahr können Sie eine Kontrolluntersuchung bei dem Zahnarzt in Anspruch nehmen, laut Krankenkasse. Einmal jährlich wird im Zuge der Kontrolle der Zahnstein entfernt, das wird dann auch bezahlt. Alle 2 Jahre ist die Erstellung einer parodontalen Screening-Index ist eine Kassenleistung, also alle 2 Jahre. Und ja, das hängt dann ein bisschen von den Kassen auch ab. Einige Kassen übernehmen auch eine professionelle Zahnreinigung, entweder ganz oder beteiligen sie daran. Das ist jedenfalls wichtig. Aber unser Tipp ist natürlich, dass Sie im Vorfeld Ihrer Krankenkasse jedenfalls fragen können oder das kann man überhaupt lesen, wie genau ist Ihre Krankenkasse, wie, ja, wie kulant ist und wie geht mit diesen Sachen um. Also das ist jedenfalls die Regelung. Wir werden nach dem Webinar natürlich wie immer unseren Blogbeitrag veröffentlichen und da werden wir diese Daten natürlich noch schriftlich dann aufzeichnen. Ja, genau, ich habe dann schon sofort die nächste fachliche Frage. Beziehungsweise das ist ein bisschen so Hilfestellung. Was können wir eigentlich zu Hause machen? Also wie können wir unterstützen, dass die Plug-Index, wie ich jetzt gerade gelernt habe, nicht so schlimm ist oder nicht so pink ist? Was können Sie uns empfehlen? Also die häuslichen Mittel zur Verbesserung der Mundgesundheit und Zahngesundheit fangen eigentlich schon bei den Essgewohnheiten an. Und das ist ja ziemlich allgemein bekannt. Man kann es aber nicht oft genug wiederholen. Also wir Menschen heutzutage unsere Essgewohnheiten sind nicht so zahnfreundlich. Sehr viele zuckerhaltige Sachen, die natürlich Nährstoff für die Bakterien liefern oder Sachen, die schon zu weit aufbereitet sind, sodass dann der Speichelfluss nicht so angeregt wird. Also die Essgewohnheiten sind sehr, sehr, sehr wichtig. Und dann ist es sehr wichtig, einen individuellen Putzplan zu haben für die eigenen Zähne. Also sehr oft hat man ja nicht eine Normalbezahnung wie im Bilderbuch, sondern es gibt vielleicht ein bisschen Schiefstellungen oder Engstand der Zähne. Und man muss dann schon ein bisschen handlich geschickt sein oder die entsprechenden Handgriffe eingeübt haben, um diese Stellen gut putzen zu können. Und das kann man dann eben auch bei so einer Prophylaxe-Sitzung auch mit erlernen bei den Helferinnen und Dentalhygienikern. Also das sind so die 2 Hauptpunkte, Gewohnheiten, Essgewohnheiten und richtige Putztechnik, würde ich sagen. Empfehlen Sie Mundspülungen und... Also die Mundspülungen können ergänzen zu der mechanischen Reinigung in speziellen Fällen, also bei höherem Kariesrisiko, zum Beispiel fluoridhaltige Spülungen oder bei Parodontitisrisiko spezielle Spülungen, die Chlorhexamid oder Chlorhexidin enthalten. Aber das sind nur zusätzliche Hilfen zu der mechanischen Reinigung. Nichts kann die richtige mechanische Reinigung ersetzen. Leider. Also es wäre schön zu sagen, nehmen Sie diese Wunderspülung und es funktioniert alles sehr gut, aber die mechanische Reinigung ist das Wichtigste. Und dann bin ich schon sofort bei meiner nächsten Frage. Ich weiß, dass also ein bisschen einige gehen vor dem Frühstück Zähne putzen, die anderen gehen nach dem Frühstück Zähne putzen, andere skippen dem Frühstück und putzen nur die Zähne. Das ist die Frage, was empfehlen Sie als Facharzt zu diesem Thema?
Also ganz wichtig zu wissen ist, dass der Speichelfluss nachts absinkt und die Zähne dann am wenigsten geschützt sind. Also die Zähneputzen am Abend ist für die Zähne selber sehr, sehr, sehr wichtig. Dann sind zum Beispiel Säuren für die Zähne schädlich, was bei einigen Patienten, zum Beispiel Refluxpatienten, auch nachts auftreten. Dann, deswegen ist das Zähneputzen abends äußerst wichtig. Tagsüber kommt es dann sehr darauf an. Also wenn man zum Beispiel im Sommer sehr viel Obst isst, dann sollte man nicht nachher die Zähne putzen, denn durch die Säurewirkung sind die Zähne ein bisschen geschwächt und man kann sie durch zusätzliches Reiben mit der Zahnpasta, speziell mit einer etwas stärker putzenden Zahnpasta, auch schädigen. Also da lieber vor dem Obstfrühstück die Zähne putzen. Aber ansonsten spielt das nicht so eine erheblich große Rolle. Die abendliche Zahnreinigung ist eigentlich am wichtigsten. Ja, und bei der Ernährung kommen wir jetzt hier auch dazu, dass diese ganze Obstsäfte und Apfelsaft und eine Apfelessen und sowas, das hat natürlich auch also sehr viel säurehaltige, also Obst ist immer... Es hat auch sehr viel, also säurehaltig sind sie und also die Obstsäfte speziell sind natürlich auch sehr stark zuckerhaltig. Also Diabetiker wissen das natürlich sehr genau, weil sie darauf aufpassen müssen. Aber ganz normale Leute, die mit ihrer Gesundheit sich nicht so intensiv beschäftigen müssen, glücklicherweise, wissen das teilweise nicht. Da kann ich mitreden. Ich bin seit fast 30 Jahren Diabetikerin und ich weiß, wenn mein Zucker fällt, dann ist schnell ein Apfel oder Apfelsaft trinken. Das hat wirklich sehr, sehr viel Zucker. Also das ist die sogar mehr als Orangensaft, aber die beiden sind die sehr zuckerhaltige, gesunde Getränke. Ja, vielen Dank. Das haben wir dann auch noch eine Frage. Zahnbürste. Gibt es da irgendwelche Go's und No-Go's und Empfehlungen? Ja, bei der Zahnbürsten gibt es natürlich auch Empfehlungen. Mittlerweile gibt es, Markenzahnbürsten haben alle diese abgerundeten Borsten, die gefordert sind. Wichtig zu wissen ist, dass ganz weiche Zahnbürsten genauso gut putzen wie etwas härtere Bürsten. Wichtig ist, dass die Borsten sehr engmaschig liegen, weil dann putzen sie natürlich effektiver. Weichere Bürsten sind weniger schädlich, man kann weniger Schaden damit anrichten, nur die Borsten gehen natürlich ein bisschen schneller kaputt oder verbiegen sich schneller. Mhm. Aber grundsätzlich empfehlen wir, eher die weichere Variante zu nehmen. Und ganz wichtig ist, dass die Zahnbürste für eine normale Zahnreinigung nicht ausreicht. Besonders im Erwachsenenalter muss man die Zahnzwischenräume auch sehr gut pflegen. Bei den Kindern oder im frühen Jugendalter oder im frühen Erwachsenenalter ist es bei den Zahnzwischenräumen die Kariesgefahr, wo die Zähne sich berühren. Da ist Zahnseide zum Beispiel sehr hilfreich. Aber bei Erwachsenen, besonders wo das Zahnfleisch sich ein bisschen zurückgezogen hat, sind die Interdentalbürstchen, diese kleinen Bürstchen, die mit Zahnstocher benutzt werden können, nicht wegzulassen bei der Zahnreinigung, würde ich sagen. Also die Zahnbürste alleine reicht leider nicht. Ja. Danke. Und dann gibt es auch natürlich die ganz große Parteien der altmodischen normale Zahnbürste und die elektrische Zahnbürsten. Was ist da die Fachmeinung oder die? Also da kommt es natürlich auf die Geschicklichkeit an. Elektrische Zahnbürsten können eine sehr, sehr, sehr große Hilfe leisten bei Patienten, die manuell vielleicht nicht so geschickt sind. Aber man muss genauso viel Geduld aufbringen mit den elektrischen Zahnbürsten. Zahnputzen geht leider nicht schneller. Glücklicherweise ist natürlich fast bei jeder elektrischen Zahnbürste schon eine Uhr mit eingebaut. Und das ist dann auch eine Hilfe dazu, die Zähne gründlicher putzen zu können. Also beide Methoden sind sehr gut geeignet. Mit beiden Methoden kann man sehr gute Ergebnisse erreichen. Man muss es individuell abstimmen. Wenn man es richtig macht, dann kommt man mit beiden Methoden zum Ziel. Gut, und dann habe ich noch eine Frage, Mundduschen. Also mein Mann ist ganz großer Fan von diesem kleinen Köpfchen, wo man die Zwischenräume irgendwie duschen kann. Ja, also Mundduschen sind als Ergänzung sehr hilfreich, aber sie können diese hartnäckige Ablagerung
was eigentlich am schädlichsten ist für das Zahnfleisch und für die Zähne, nicht beseitigen. Also die mechanische Reinigung mit Bürsten muss trotzdem weitergeführt werden. Als Komfort kommt natürlich Munddusche auch in Frage und es ist ein sehr willkommenes Hilfsmittel, aber nur Hilfsmittel und nicht Hauptzahnreinigungsmittel. Hm. Okay, also das sind alle hilfreiche Ergänzungen, was man nutzen kann, aber natürlich sehr, sehr wichtig, dass man immer wieder bewusst macht, dass man diese kleinen Tools benutzen muss und gründlich und regelmäßig putzen muss. Sehr schön. Ich habe noch ein Thema, was ich ansprechen wollte heute, was Cosmodent und Zahnklinik Ungarn für ihre Patienten macht. Also was bieten wir an? Gibt es ein Recall-System? Gibt es eine Kontrolle? Wie funktioniert das bei uns? Und da wollte ich ein bisschen, Sie bieten, dass die mal, dass Sie mir ein bisschen erzählen, was passiert einer Patientin, wenn eine Behandlung fertig ist und dann nach Hause reist. Ja, also grundsätzlich empfehlen wir allen Patienten einen individualisierten Plan, je nach Behandlungstyp und je nach Risikogruppe eben diese regelmäßige Zahnreinigung und dann die jährliche ärztliche Kontrolle. Wir bei Cosmodent empfehlen bei auswärtigen Patienten die erste Jahreskontrolle, ärztliche Jahreskontrolle bei uns in unserer Praxis durchführen zu lassen. Dann sehen wir, wie der neue Zahnersatz, es ist ja meistens ein Zahnersatz oder das, was wir gemacht haben, wie das in der Funktion sich bewährt hat nach einem Jahr. Also die erste Jahreskontrolle vor Ort bei uns und dann alle 2 Jahre die Kontrollen empfehlen, die ärztlichen Kontrollen werden bei uns empfohlen. Zwischendurch müssen natürlich die normalen Zahnreinigungen erfolgen. Und da geben wir dann auch je nach Risikogruppen unsere Empfehlung für 6-monatige, 4-monatige oder 3-monatige Kontrolle. Das wird alles in einem Kontrollheft bei uns festgehalten. Da sind die einzelnen Behandlungsschritte fachrelevant aufgeführt, dass das jeder Zahnarzt verstehen kann, wie die einzelnen Kronen zum befestigt sind oder was für Materialien zum Einsatz gekommen sind. Und auch dieser Hygieneplan für die Patienten, mit welchen Bürsten sie sehr gut putzen können und wie oft sie dann zu den bestimmten Kontrollintervallen gehen müssen. Und bei den Patienten, weil es bei den Patienten ja teilweise eine Hilfe ist, wenn sie daran erinnert werden, haben wir ja jetzt gemeinsam ein Recall-System eingeführt, so dass wir die Patienten auch extra darauf hinweisen, dass die nächste Zahnreinigung oder dass die nächste zahnärztliche Kontrolle fällig ist. Genau, dahin helfen wir natürlich und die Patienten erhalten von uns Benachrichtigung per E-Mail und erinnern wir auf den professionellen Zahnreinigungstermine und die erste, dritte, fünfte Jahr folgen wir und gehen wir mit dem Patienten mit und erinnern wir an den Kontrolltermin. Natürlich, wie immer, bieten wir auch unsere Full-Service an, also die gesamte Reiseorganisation und Terminorganisation wird natürlich von unseren Experten oder unserem Team organisiert und stellen wir für Sie jede Frage oder organisatorischen Aufwand zur Stelle. Ja, das wollte ich dazu noch machen. Was noch ganz, ganz wichtig ist, dass Ihre Krankenkasse liebt oder möchte die lückenlose Beweis haben, dass Sie regelmäßig diese Kontrollen machen. Und wenn Sie das bei uns gemacht haben, natürlich können wir jederzeit diese Bestätigung an den Krankenkasse schriftlich natürlich zuschicken. Also einfach bei uns nachfragen und dann liefern wir das natürlich per E-Mail oder per Post nach. Ja, das waren so die ersten Gedanken. Haben wir was vergessen? Haben Sie noch irgendwelche Gedanken, was Sie mit uns teilen möchten? Oder? Nein, eigentlich wollte ich nur zum letzten Satz noch ergänzen. Also, dass wenn jemand an Kontrolluntersuchungen bei uns teilgenommen hat, wie gesagt, das ist alles sehr schön dokumentiert und wir können das auch im Nachhinein nachweisen oder die Bestätigung ausstellen, ist überhaupt kein Problem. Oder ja. Wir können auch hier
diesen Bonusheft abstempeln. Also bitte nicht vergessen, und wir können das in der Praxis dann vor Ort abstempeln zum Beispiel. Genau, und wie das Bonusheft heißt, also das bedeutet, dass Sie mehr Krankenkassezuschuss bekommen, wenn Sie diese regelmäßige Kontrollen nachweisen können.